Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche stellten wir zwei schwarze Miezen in Not vor, die leider bisher keine Interessenten gefunden haben. Deshalb wollen wir am Anfang nochmals an die beiden im Tierschutz abgegebenen Samtpfötchen erinnern, die sich in Gefangenschaft so gar nicht wohlfühlen. In unserer heutigen Folge geht es erneut um Katzen. Eine frei lebende Katzenmutter wurde mit ihren Welpen zur Archinoa gebracht. Die wildlebende Katze wurde kastriert und durfte zurück in ihr Revier. Nun brauchen die drei Katzenkinder, alles Mädchen, ein Zuhause. Zurzeit sind die drei noch sehr scheu und haben Angst vor Menschen. Aber das wird sich ändern, wenn sie merken, dass ihr neues Leben Sicherheit und Geborgenheit bringt, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Die süßen Kätzchen sollen aus diesem Grund getrennt vermittelt werden, sonst bestärken sie sich gegenseitig im Angstverhalten. Allerdings brauchen die neuen Besitzer schon etwas Geduld und Einfühlungsvermögen, wenn sie ihren Schützlingen einen guten Start ins Katzenleben geben wollen. Wie sie von ihrer Mutter gelernt haben, dass das Leben auch gefährlich sein kann, werden sie auch lernen, wie toll es ist, immer einen Menschen an seiner Seite zu haben, der die Dose öffnet und für Schmuseeinheiten die Menschenhände wie geschaffen sind. In der Eingewöhnungszeit kommen sie irgendwann von ganz allein, denn sie wollen Gesellschaft und Nähe, weiß Katrin Mattes. So ein Kätzchen könnte auch zu einer schon vorhandenen Katze. Da würde es schneller lernen, dass es sich bei den Menschen gut leben lässt. Ganz kleine Kinder sollten aber nicht im neuen Zuhause sein, da sie noch kein Verständnis haben, wann man das Kätzchen am besten in Ruhe lässt. Andere Einschränkungen gibt es aber für ihr zukünftiges Katzenglück nicht. Sie sind bereit für den Start in ein aufregendes Katzenleben.